natürlich die Frage, Sechsgang DSG im Polo oder liebe Handschaltung, wie sieht's also, aus? Das ist natürlich eine Gewissensfrage, gell? Ja. Da ja meine gesamte Karriere sich eigentlich mit Handschaltern unterwegs war, muss ich sagen, das DSG ist für mich schon eine tolle Lösung, weil du beides hast. Du hast sowohl eine Automatik mit D, du hast S mit Sport und wenn du willst, kannst du hier mit den Pedal eingreifen. Ja. Und was ich toll finde, du kannst immer die Hände am Lenkrad lassen. Genau. Du musst nicht da runtergreifen, aber ich habe auch Verständnis für Menschen, die ein Schaltgetriebe wollen. Das ist halt so ein bisschen das richtige Fahren noch. Ja. Gut, dass die Schmecker verschieden sind, ja, oder? Ja. Ich bin auch DSG-Fan durchaus. Wir sind hier gefahren mit dem Golf R im Frühjahr. Ja. Und da gab es eine mit Sechsgang manueller Schaltung. Da bin ich den anderen die erste Zeit nicht hinterher gekommen. Ist das wahr? Ja, ist wirklich so, weil also zack, 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 wir fahren ja Testwagen, auch eigentlich immer nur Automatik. Hat ein bisschen gedauert, bis du wieder drin bist tatsächlich. Ja, und ich fahre ja auch nicht so oft auf der Strecke. Richtig, und da musst du schon erstmal ein bisschen rumknüppeln und dann mit DSG waren wir auch deutlich schneller. Natürlich, ja. Wobei natürlich der Handschalter auch schon ein bisschen ein Vorteil, weil er beim Runterschalten der Motor mehr mitbremst, gell? Genau. Da kannst du dann. Also bei der Endperformance ist es auch nicht so schlecht vielleicht, ne? Ja. Aber das ist natürlich dann irgendwo mal im Zehntelbereich. Ja. Aber. So finde ich eigentlich, dass das hier da wenig Wünsche offen. Ja. Also ich finde auch Schaltimpulse wahnsinnig schnell, super cool. Ja. Aber die Reaktion, wenn ich aus der Kurve rausfahre, dann weiß es halt nicht immer exakt, wie ich es schalten soll. Das ist natürlich so eine Kleinigkeit. Ja. Aber ja, für mich trotzdem immer eine schöne Sache. Auf jeden Fall. Wir fahren jetzt hier das Sport Select Fahrwerk. Das heißt nicht das Serien-Sport Fahrwerk. Wahrscheinlich können wir das gar nicht testen. Also wir sind jetzt das im erweiterten Sportfahrwerk eigentlich. Richtig, ja. Vor allem jetzt hier auf der Strecke auch immer im Sportmodus. Natürlich, wo wir den Dämpfer ein bisschen anziehen, weniger Bewegung haben. Auch die Schaltzeiten kürzere Gasannahme. Also für die Strecke jetzt gut geeignet. Ne? Ja. Bei dem Auto, der jetzt auf dem MQB aufgebaut ist, dem monolaren Querbaukasten, hast du die Möglichkeit, sehr viele Assistenzsysteme unterzubringen, die vorher in der Klasse gar nicht üblich waren. Also das ist schon fantastisch, muss man sagen. Zum Beispiel der Front Assist, der ist bestimmt schon oft genug eingegangen jetzt auf der Rennstrecke, dann kommt immer das rote Auto und warnt, Achtung, Kollision. Ja. Genau. Ich finde, der wirkt halt auch wirklich sehr erwachsen. Ne? Also mit den 10 cm sind es, glaube ich, mehr Radstand als vorher. Naja, das fand ich schlecht. Was ich jetzt hier an der Strecke festgestellt habe, wir haben jetzt am Montag auch zum ersten Mal gefahren. Es ist ein Auto, du steigst ein und fühlst dich wohl. Ja. So das Verhältnis Gewicht, Leistung, Fahrwerk, das ist stimmig. Da passiert nichts, wo du sagst, der macht irgendwas was Abartiges. Ja. Das ist einfach von dem ganzen Gesamtkonzept her eine stimmige Geschichte. Gell? Ja, auf jeden Fall. Fängt beim Sound an, ein bisschen brummen muss es ja, gell? Ja, ist schon ganz ordentlich. Und du kannst dann, wenn du ihn in Komfort fährst, kannst du ihn auch im Alltag ganz entspannt früh um 5 aus der Garage fahren, ohne dass er aufwacht. Ne? Richtig, so ist es. Auch die Beifahrerin nicht, gell? Ja, ganz genau. Oder auf der Langstrecke, dann soll es ja nicht immer permanent brummen, nicht unbedingt für jeden. Und dann kannst du in den Drive-Mode schon was machen, klar. Das ist zum Beispiel, dass man eigentlich bis zu einem gewissen Punkt gar nicht merkt, dass es ein Frontantriebler ist, gell? Ja, ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich bin mal gespannt. Noch, aber die fahren ja dann noch selber noch, gell? Ja. Also das ist schon gut abgestimmt, gell? Hat ja ein bisschen andere Kinematik. Vorne auch mit der Golf jetzt, der neue hier, und das wirkt sich schon ganz gut aus, gell? Sperre halt elektronisch. Ich habe gelesen, 5 bis 15 Bar Bremsdruck gehen halt aufs Kurvenende der Rad. Ja. Mal gucken, wie sich dann anfühlt. Also als Beifahrer ganz gut bisher auf jeden Fall. Wenn ich überlege, den ersten Polo bin ich gefahren bei Sixt als Mietwagen mit 1-2 Benziner vor 5-6 Jahren. Krass, was unter dem Namen noch läuft. Das ist schon echt beeindruckend. Ich bin ja so ein bisschen aus meiner Rennfahrerzeit Lenkungsfetischist, muss ich sagen. Und das finde ich auch toll, gell? Die Lenkung. Du weißt, was das Auto macht. Ja. Du hast angenehme Lenkkräfte, hast eine gute Rückstellung und vor allem eine hohe Präzision. Gell? Ja. Es gibt ja so Lenkungen, du machst einen Zucker und dann das Ding schon ab, gell? Ja. Aber hier ist das wirklich nicht so extrem.
extrem. Ich finde, bei VW ist es sowieso immer ziemlich schön geschwindigkeitsabhängig und Servounterstützung passt eigentlich ziemlich gut immer. Und hier gibt es, glaube ich, auch einen stärkeren Motor für die Servolenkung als im normalen. Also ich glaube, der hat ein bisschen mehr Power und dann kannst du natürlich vielleicht auch noch präziser lenken. Du musst es ja erst mal selbst probieren. Aber ja, super. Hat Spaß gemacht. Hat mich. Dann sage ich schon mal vielen Dank für die Taxifahrt.